liebe Kopfbahnhof-Freunde und Freundinnen. Es gibt da ein deftiges Wort, das wir schon oft gerufen haben, wenn wieder einmal deutlich wurde, dass die Betreiber von S21 massiv lügen. Unsere Reaktion war dann: Lügen ab! Genau. Lügen ab! Lügen ab! Lügen ab! Lügen ab! Das ist natürlich ein harter, aggressiver Begriff, aber er trifft die Sache im Kern. Immer wieder wird gelogen. Nur diese Bezeichnung gibt den S21-Befürwortern die Möglichkeit, sie mit Empörung zurückzuweisen. Das sei pure Beleidigung, ordinär, und genau damit haben sie die Möglichkeit, sich vor der Sache zu drücken, dass nämlich ständig gelogen wird. Deswegen schlage ich mal eine ganz andere Form vor, die diesen Ausweg nicht zulässt. Die erscheint auf den ersten Blick abwegig, geradezu absurd. Aber hört euch das mal an. Wir haben Anlass zu der Vermutung, dass die Projektbetreiber, die Parlamente und die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig, nicht vollständig und vor allem nicht korrekt informiert haben. Zu lang, viel zu lang. Da werdet ihr zu Recht sagen, das kann man doch gar nicht in der Gruppe rufen. Das weiß ich auch. Aber genau durch diese unmögliche, ausgeleierte, juristisch verschraubte Form, genau dadurch kann man einen Stachel setzen. Dann können sich die Leute nicht mehr rausdrücken, sie seien beleidigt worden. Da müssen sie was zur Sache sagen, wenn überhaupt. Und deswegen schlage ich vor, das versuchen wir mal gemeinsam. Ich lese es noch mal im Zusammenhang vor und nachher machen wir das einzeln. Also, wir haben Anlass zu der Vermutung, dass die Projektbetreiber, die Parlamente und die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig, nicht vollständig und vor allem nicht korrekt informiert haben. So, und jetzt machen wir es gemeinsam. Liebe Freunde, das heißt nicht, dass wir jetzt auf den alten Begriff verzichten müssten. Den kenne ich, hinter dem stehe ich und den werde ich auch in Zukunft rufen. Aber wir hätten eine zusätzliche Möglichkeit. Wir versuchen es mal, einmal. Wir haben Anlass. Wir haben Anlass. Zu der Vermutung. Zu der Vermutung. Dass die Projektbetreiber. Die Parlamente. Und die Öffentlichkeit. Nicht rechtzeitig. Nicht vollständig. Und vor allem nicht korrekt informiert haben. Danke. Da muss man auch ein bisschen lügen, bis das so schmissig kommt, wie das Lügenpack. Üben sollten wir allerdings nicht, wenn es ums Spenden geht, liebe Freundinnen und Freunde. Spenden Sie also bitte wieder in die Parkschützerdosen, denn auch diese Montagsdemo wird finanziert von Umkehrbar. Und zwar aus dem, was Sie in die Dosen dafür stecken. Und vergessen Sie auch nicht, an den Infoständen die Dosen zu befüllen.
Und ich möchte auch noch mal auf den Flyer mit den Anmeldungen zur Konferenz 20 Jahre Stuttgart 21 und 20 Jahre Bahnreform am 25. und 26. April aufmerksam machen. Die liegen jetzt an den Infoständen aus und alle, die sich nicht im Internet anmelden können oder wollen, können dort das schriftlich tun und es bei uns in den Büros abgeben. Nehmen Sie bitte diese Möglichkeit wahr, den Anmeldungen helfen für Planungen ungemein. Und jetzt kommt nochmal Vorschaubauer, unser wunderbarer kleiner Blechzirkus.